ihr Lieben, herzlich willkommen im Do-It-Yourself-Inspiration-Kids-Club. Ich bastle heute so eine Tasche hier in Herzform aus Papier. Da kann man Sachen reintun, da kann man in seinem Zimmer, wenn man noch ein bisschen aufräumen möchte, ein paar Kleinigkeiten reintun und das Ganze irgendwo hinhängen. Und ich finde, die sieht total schön aus. Vielleicht habt ihr Lust, auch so eine Tasche nachzumachen. Die kann man natürlich auch super als Geschenk nehmen, da irgendein Geschenk reinmachen und damit dann verschenken. Ihr werdet sicher irgendeine Gelegenheit finden, wo man so eine süße Herztasche braucht. Und wenn ihr die nachmachen möchtet, dann bleibt jetzt einfach dran. Ihr braucht ganz wichtig 2 Pappteller, eine Schere, einen Hefter, einen Locher, dann Farben, um die Pappteller noch ein bisschen bunt zu gestalten. Da kann man zum Beispiel so ein Edding-Spray benutzen oder auch einfach Filzstifte, Buntstifte, Wassermalfarben, alles Mögliche könnt ihr da benutzen. Und ich habe noch, um das Ganze ein bisschen schön zu gestalten, ein paar Sticker benutzt. Als erstes knicke ich die beiden Pappteller einmal in der Mitte. So. Jetzt drehe ich die beiden Pappteller so zueinander hin und stecke die ineinander. Jetzt kann man noch ein bisschen schauen, wie man das so haben möchte, wie das Herzchen ungefähr aussehen soll. Soll es etwas breiter sein oder etwas schmaler? Und dann werde ich als erstes einmal hier unten das Ganze festheften. So, dadurch sind schon mal die beiden Teller ein bisschen befestigt. Jetzt gehe ich hier rein und hefte das Ganze einmal hier fest. Also hier in der Mitte nochmal eine Hefternadel. Und hier auf dieser Seite auch nochmal. So, jetzt ist das schon mal schön fest, fällt nicht mehr auseinander. Und man kann es jetzt noch ein bisschen stärker in Herzform schneiden. Also einfach hier oben noch ein bisschen auch runder das Ganze. Wer möchte, kann natürlich zum Beispiel auch mit einer Zackenschere einmal hier entlang schneiden. Dann ist das so ein bisschen zackiges Herz. So. Da kann man jetzt schon Sachen reinfüllen. Aber wir werden das natürlich noch ein bisschen hübscher gestalten. Ich habe ja schon gesagt, ich mache das mit so Farbspray, aber es sieht natürlich auch super aus, wenn man das mit Wasserfarbe anmalt, mit Acrylfarben oder einfach mit Filzstiften. Ich finde das ganz schön, wenn das noch so angesprüht aussieht, also so ein bisschen weiß noch durchschimmert. Deswegen habe ich das jetzt hier auch wieder so gemacht. Das muss gerade noch ein bisschen trocknen und dann kommen noch ein paar schöne Sticker dazu. Hier hinten habe ich auch schon 2 Herzchen und hier werde ich jetzt noch mit meinem Locher jeweils ein Loch reinlochen. Kann man natürlich auch, also muss man nicht dringend mit einem Locher machen, kann man auch reinpieksen mit so einem kleinen Piekser, mit einem Holzstäbchen oder so. So, rechts und links habe ich ein Loch reingemacht. Und da kann man jetzt noch ein Band durchfädeln. Hatte ich jetzt eben am Anfang nicht gezeigt, aber ich habe mich für dieses Band entschieden. Da mache ich einfach unten einen Knoten rein, damit das hier nicht mehr durchrutschen kann. Und an der anderen Seite auch noch. Ich habe jetzt schon 2 Herztaschen fertig. Da kann man schön Sachen reintun. Da passt auch eine Menge rein, finde ich. Also da kann man einiges so verstauen. Vielleicht auch in der Bastelecke ein paar Bastelmaterialien. Vielleicht gemalte Bilder oder andere Kleinigkeiten. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eine schöne Verwendung für so eine Herztasche habt, ob ihr euch die vielleicht aufhängt in eurem Zimmer und da Sachen drin sammelt oder ob ihr die verschenkt mit was Schönem drin als Überraschung. Das könnt ihr gerne alles unten in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, schaut auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!